Hey Leute, willkommen zurück zu Mozart Car Classics. Eine weitere Episode mit dem 210er Fake E50 E420. Wir machen heute, weil wir ja leider Getriebeöl verloren haben, hinten am Getriebe einen kleinen Stecker, der sorgt dafür, dass wenn ihr in Parken geht, auch die Parksperre einsetzt. Der wird ab und zu undicht bei den Getrieben. Unser ist undicht, den tauschen wir jetzt gleich, aber wir müssen den Motor natürlich etwas, also eher gesagt, das Getriebeöl will ich warm laufen lassen, damit ich das Öl vorher mit dieser kleinen Pumpe, die ich mir gekauft habe, absaugen kann von oben, damit ich mir eine Riesensauerei unten erspare, weil ich es hasse, nur mal, wenn das ganze Getriebeöl auf einmal wieder drauf tropft. Während wir den Motor aber gerade warm laufen lassen, wollte ich euch mal kurz zeigen, wie sauber noch so ein alter, schöner M119 Motor laufen kann. Indem wir einfach mal eben schnell die Münze da drauf gestellt haben. Und ja, ich würde sagen, wie lange läuft der Motor jetzt? Seit 5-6 Minuten und diese Münze steht einfach immer noch. Das ist noch Laufkultur, was man nur von den älteren Motoren leider kennt. Die neueren können es nicht mehr. Wo ist denn dieser Stecker, um den es heute geht? Zeige ich dir sofort. Ich hole mir erstmal das alte Öl heraus. Was heißt alt? Eigentlich ist es ja noch neues Öl. Aber, rot ist es nicht mehr, gell? Nee, gebrauchtes Getriebe, der ganze Siffer noch da drin. Ist klar. Während er da ausläuft, können wir weiter die Schrauben abbauen. Das ist das, was ich meine. Wenn die Vorgänger die Schrauben so festziehen, ich habe denen noch ganz wenig das letzte Mal gegeben, keine 5 Newton mehr. Mhm. Ja. Das hat nichts mit Oxidation oder so zu tun. Die abgebrochen? Ja, die ist abgerissen. Jetzt habe ich einen Bolzen im Getriebe hängen. Ah, scheiße. Wie viel Newton meter richtig Schraube? Alles. Drehmoment? Ja. Stufe 3, Schlagschrauber, gib ihm. Das ist immer das Gleiche, jedes Mal. Neues Getriebeöl, kriegt wieder einen neuen Filter jetzt. Naja, aber sinnvoll. Ja, klar, neuer Filter wieder rein. Zu dem neuen Filter gibt es natürlich auch wieder eine neue Getriebedichtung, nochmal. Wenn er mal geklaut wird, hier ist noch die Adresse. Jetzt, wo die Leute deine Adresse haben, stehen sie demnächst vor deiner Haustür. Sowieso. Weiß nur keiner, weil wir wohnen hier. In der Werkstatt, ich wollte gerade sagen. Das wird jetzt natürlich nur eine Geburt, ne? Wenn die eine Schraube hinten drin festhängt, dann müssen wir die Ölwanne krumm abschrauben. So ist das halt, ne? Aber da treffen halt zu viele Probleme aufeinander, weißt du? Alu, Stahlschraube, verträgt sich nicht. Dann, ich habe Drehmoment, sein Vater, der da mal was dran war, weißt du? Und das ist dann alles too much und dann, hat so ein Auto halt auch keine Lust, ne? Oh, jetzt kommt der beste Part. Now comes the best part. Irgendwas muss er als Intro auf jeden Fall. Das ist das Intro. Geil. Aber gut machst du das, muss ich schon sagen. Ja, ganz toll. Beste Brühe. Ja, und das ist wieder einer der Tage, wo du die Sachen absichtlich beschädigen kannst, nur weil du es sonst nicht mehr abkriegst. Weil diese Scheiße fest ist. Gib mal 300. Ist das Öl jetzt raus? Nee, da hat ja noch so einen Winkel dann quasi. Weil das Wertvolle ist halt die Getriebesteuerung. Die darf ich halt nicht, ne? Mhm. Ja. Endlich, ja. Ja, irgendwann ist der Winkel zu groß für die festgegammelte Schraube und dann geht's halt ab. Okay. Was ist denn das? Oh, ich krieg Öl direkt auf den Kopf, ich krieg schon... Das ist halt Getriebe vom Stock. Aber geschaltet hat's gut. Das ganze Getriebe ist voll damit. Wo kommt denn der Scheiß her? Ich bin gerade echt überfragt, was mit dem Getriebe passiert ist, ne? Ich meine, das hat neues Öl bekommen, alles. Warum sieht denn das jetzt so aus? Ja gut, ich sag mal, wenn das Ding vielleicht doch 400.000, 500.000 gelaufen hat, heißt nicht, dass es kaputt ist. Das Ding läuft ja immer noch, ist ja kein Problem. Aber wenn das Öl halt dann 20 Jahre da drin vielleicht noch rumlag, um sozusagen, ich denke mal, es war eins von den ersten Autos, die ausgeliefert wurden. Das Auto war schon nach einem Jahr durchgerostet, wurde geschlachtet oder wurde verwertet. Und das Getriebe lag vielleicht bis dato beim Verwerter. Weil hier ist, was ist das überhaupt? Metall, oder? Nee, das fühlt sich an wie Erde und Dreck und ach, keine Ahnung. So ein Getriebe
als Top-Zustand 160.000 zu verkaufen. Weiß Gott nicht. Naja, wir lassen den mal ausbluten. Ich schicke ihm auf jeden Fall das Video und dann kann er sich überlegen, was er uns zurückerstattet. Gar nichts. Also, Bruder, ich habe das Getriebe, habe ich noch nicht neu. Machen wir erstmal eine Reiniger-Session. Ich schwöre es euch, ich liebe Bremsenreiniger, ne? Das ist das geilste Zeug. Warum ich das jetzt absprühe, wenn die Leute, also wenn man jetzt sagt, da kommt doch sowieso wieder Öl rein, was machst du denn da sauber? Ich muss ja leider noch den Stecker tauschen und ich hasse es, unterm Getriebe zu stehen, was dir die ganze Zeit auf den Kopf blüht. Das ist ekelhaft. Vor allem, da wir ja gerade erst angefangen haben, immer nur früh, habe ich keine Lust, den ganzen Tag mit Öl hier zu sein heute. Boah, Bremsenreiniger in der Grube ist schon geil, ne? Wenn der Wind auch noch von da kommt. Mhm. Ich wollte gerade sagen, ich kriege hier gar nichts ab. Klar, hier läuft immer was raus, weil hier sind ja diese Kolben noch drin, darfst du nicht vergessen. Hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, also hier sind die Kolben, ne? Mhm. Das tropft jetzt noch gemütlich darunter, aber das meiste ist halt schon mal raus. Es ging ja jetzt wirklich nur um diesen ganzen groben Siff, der mir halt tierisch gerade auf die Nüsse ging. Und der Schmand, der sich hier am Getriebehalter jetzt, am Halter für den Auspuff angesammelt hat. Wir lassen den jetzt mal noch ein bisschen auslaufen. Jetzt müssen wir den noch abbekommen. Ich hole mir mal eben Spezialwerkzeug. Okay. Vor allem, wir haben das Getriebe extra warm laufen lassen, dass es auch ein bisschen wärmer in den Schrauben wird. Mhm. Und die erste Schraube, ich gucke sie an, knack weg. Oh. Das ist nicht immer von Erfolg gekrönt. Weil ich weiß jetzt schon, da werden Leute draußen sitzen und sagen, ja, dann hast du diesmal Glück gehabt. Ja, ich habe Glück gehabt und ich bin mir dessen auch sehr bewusst. Weil wenn das nicht geht, dann ausbauen, neues Gewinde einbohren. Ja, und dann Alu-Getriebegehäuse, Druckguss. Ja, da oben hängt der Schalter eingehackt noch drin. Mhm. Geht durchs Getriebe hinten raus. Und wenn du jetzt parken machst, also wenn du jetzt in Parken reingehst, guck mal hier, kannst du den bewegen. Okay. Und dann blockiert er halt einfach. Und unser Problem war jetzt, dass die Dichtung davon einfach nur im Sack ist, das ist alles. Okay, und das Ding ist ein komplettes Teil einfach. Ja, das ist leider ein komplettes Teil. Was schätzt du, wie lange wir jetzt dafür brauchen? Ein bisschen brauchen wir schon. Wir müssen erstmal den Säger da wieder raushaken und das ist halt so die höchste Aufgabe. Ah, ich wusste es. Ah, schon wieder dieser Scheiß. Es gibt welche mit Schraube dafür und es gibt welche, die sind gepresst. Und was haben wir? Wir haben den gepressten. Ja gut, wenn der da oben jetzt im Stift drin ist, dann wird es natürlich schwer, den Stift da aus dem Getriebegehäuse rauszubekommen. Dann wird es natürlich jetzt noch spaßiger. Da wollte ich gerade den Stecker rausziehen, dann sehe ich, der ist ja schon gebrochen. Der ist schon hinter sich, hier schon auseinander. Weil hier sitzt so ein Gummimoped drauf, was halt, ein Gummimoped, was den halt dicht hält, dass das Automatikgetriebe nicht nach hinten kommt. Und das hat sich halt hier einfach aufgelöst und ist halt weg. Deswegen läuft das Öl auch in Litern hinten raus. Wir sparen 30%, hatten Sie gesagt. Richtig, und deswegen tun wir hier einfach einen Stift rein, den man nicht mehr rausdrücken kann, anstatt einfach mal eine Schraube zu verwenden, damit das super einfach geht. Aber Mercedes, ne? Welcher Stift? Zeig mal genau. Hier ein Bolzen geht durch und hält den Hebel, den Arm, hier darin. Würde man den einfach rausdrehen können mit einer Schraube, dann wäre das ja alles gar kein Problem. Aber Mercedes sagte sich, eingepresst ist. Machen wir es einweg, haben die Leute mehr Spaß, können sie ein Getriebe kaufen. Deswegen müssen wir es dann wieder auf die altmodische Tour machen. Wie immer. Mal 2 Zehner. Vorhin die ganze Zeit merke ich nur so, ich bin jetzt schon richtig schmierig. Kann ja erstmal duschen gehen, meine Klamotten waschen. Ich hasse Automatikgetriebe, ne? So, der ist schon mal hinten. Jetzt nach oben raus, das Ding.
Ich meine, die müssen ja auch selber tauschen beim Mercedes. Das hat sich bewegt. Ja, der kommt langsam raus. Der Stift. Der ist ja schon all. Zerfällt. Zerbröselt eh. Ja, der zerbröselt komplett. Der ist schon. Die haben das verpresst leider diesmal. Ich kenne eine Version, da kannst du es rausziehen, weil es mit dem Schraube ist. Aber hier bei dem Auto haben sie es halt verpresst beim Modell. Ist natürlich dann auch gewisser Werkstattzwang, wenn man sowas macht. Und die Leute müssen alle in die Werkstatt fahren, weil es nicht anders geht. Weil Mercedes natürlich auch ein Tool dafür hat oder halt alles zerlegen dafür. Aber wir wollen ja nicht die ganze Karre zerlegen, um das Ding da rauszubekommen. Wir wollen das natürlich so hinkriegen. Auch wenn die sich das nicht so vorgestellt haben bei Daimler, wie wir das machen wollen. Nee, man müsste die Schaltkonsole, also ich müsste die Konsole aushängen und dann müsste man oben über das Maximum gehen. Das Problem ist, der Schalthebel hat ja auch eine Blockierung. Parken und zurück. Ich muss ihn oben ausbauen, unten ausbauen, dann kann ich die Welle wenigstens frei bewegen. Ich muss die Schaltung für zerlegen. Ja, die lassen sich halt was einfallen, um die Leute zu beschäftigen. Das Teil, was wir draufgebaut haben oben. Ja, muss ich wieder ausbauen. Und dann können wir über den P- und 1-Punkt hinaus genau, das Ding bewegen. Wenn ich das locker mache. Mhm. Weil das müsste auf jeden Fall funktionieren. Wie willst du da oben dran kommen? Im Auto muss ich zerlegen. Mittelkonsole raus, ja. Hintere Teil, was wir schon mal gemacht haben. Muss ich die Karre leider zertrümmern wieder. Und was kostet ein neues Getriebe, ein Austauschgetriebe? 4.000, 5.000? Keine Ahnung. So, das alte Ding ist schon mal raus. Mehr ist es nicht, es ist nur so ein kleines Kunststoffmoped. Die Dichtung sitzt halt hier drauf. 30 Euro bei Mercedes. Ja. Dann kommt das wieder rein, wird verhakt, hinten kommt der Stift rein, wird festgeschraubt und dann war es das wieder mit dem Zirkus. Und fertig. Genau. Und weil es so schön ist, wird das Getriebe dann woanders undicht sein. Einfach nur, weil es Bock hat. Und du hoffst jetzt, dass du es einfach reinballerst? Hoffen tue ich gar nichts, weil ich weiß, es klappt sowieso nicht. Okay. Also wer Hoffnung hat beim Schrauben, der hat schon lange, der hat noch nie geschraubt. Okay. Wer Hoffnung mit zum Hoffnung dahin geht, ey. Ne. Hoffnung kannst du haben, wenn du an so einem, weiß ich nicht, Auto aus dem 50er schraubst, weil es war einfach nur alles gesteckt und dann war gut. Alles nur mit richtigen Blechschrauben und fertig. Aber hier wird schon kritischer. Schraubt man 205er, ey. Ein Kollege von mir wollte bei seinem Q2 wollte einen Zylinderkopf tauschen, weil er Probleme hatte. Mhm. Alter, Zylinderkopf, Turbolader, alles in einem Bauteil. Oh, ich sehe gar nichts. Also Licht haben wir genug. Okay, den kann ich schon ein bisschen ziehen. Dann einfach hochdrücken und mit Gewalt da rein. Guck mal, Parksperre funktioniert. So, ja, das haben wir jetzt. Ist wieder dran. Jetzt müssen wir uns da. Wir haben ja noch eine Wanne liegen. Wir werden jetzt eine andere Wanne holen. Andere Schrauben natürlich, weil die Schraube schon kaputt gegangen ist. Und dann. Die Wanne ist fast voll. Nee, die Wanne war kaputt. Deswegen brauchen wir eine neue. Er hat einen Schaden an der Wanne, weil die Schraube durch war. Und die Wanne musste sich ja dann ein bisschen wackeln und ziehen. Und du musst dir vorstellen, das ist ja nur so Stahlblech gestanzt, dünn. Und dann hier, also gepresstes Stahlblech einfach. Das hält nicht. Jetzt gibt es erstmal noch einen Filter auf die Ohren. Mannfilter. Kennt man ja noch, war ja Made in Germany früher alles. Und jetzt einfach so bleiben mit der Kamera. So, naja. Kann das Ding an der Fahrt abfallen? Nee, da kommt nur eine Wanne drüber. Zeige ich dir gleich alles. Weil wir gehen jetzt rüber und wir holen uns jetzt eine Ölwanne. Okay. Weil wir haben ja noch ein paar Getriebe rumfliegen und da gibt es auch noch eine Ölwanne. Verhakelt bisschen. Ja, ist kein Öl dran. Guck mal, hier der Stift ist noch dicht. Taco. Leck mich fett, der ist mit Gewinde, ich kack ab. Ah. Der hat Gewinde. Ah. Das Getriebe muss ich auf jeden Fall überholen. Das ist ja noch Taco, das Ding. Kannst du die andere Ölwanne holen, unten aus der Grube? Wir warten noch, bis die Ölwanne kommt, stecken die hier drauf. Den Rest müssen wir dann noch in Sorgen, Mülltüte mitbringen. Und dann können wir, die Dichtung werde ich auch alles übernehmen. Wir machen das einmal sauber, weil... Das war ja neu.
Das haben alles neu gewesen. Wir sind 3 Meter gefahren und haben es wieder ausgebaut. Der Filter ist eigentlich auch nagelneu. Das ist so eine Verschwendung. Das Öl war ja auch nagelneu. Das war ein nagelneues Getriebeöl. Aber so ist das halt. Da steht noch der andere Wandler. Mal noch gucken. Ach ja, falls noch jemand Interesse hat, hier liegt noch ein 4-Gang-Handschaltgetriebe für einen Diesel, für 190, 124er. Wenn jemand zufällig eins braucht, wir brauchen es nicht. Weil ich habe noch nie ein defektes 4-Gang-Dieselgetriebe gehabt. Egal wie viel Laufleistung. Also, ich glaube, es wird auch keiner kommen und fragen, ich brauche eins. Das einfach nie kaputt geht. Es ist so stumpf. Ein Traum. Eine neue Ölwanne für mich. Das habe ich aber auch noch nicht erlebt. Was dir nicht passt? Ja. Was ist denn das? Das ist doch alles das Gleiche. Die ist tiefer. Die hat mehr Wanne. Die hat eine größere Wanne als die hier. Hier passt weniger Öl rein als in die. Ich denke, ja, dann haben sie das ganze Getriebe vielleicht mal verbessert. Dann passt hier 1 Liter mehr Öl rein, wahrscheinlich zur Kühlwirkung für das Getriebe. Und sie haben auch den Zapfen dann verändert alles. Also sie sind auf die ersten Fehler eingegangen. Das ist krass. Ja, die Wanne passt aber an das Getriebe. Weil die ist ja einfach nur etwas tiefer, die hat mehr Volumen. Das heißt, in dieses Getriebe konnte sogar mehr Öl rein zur Kühlung und diese Wanne von dem anderen Getriebe die ist kleiner. Nicht da. Genau. Dann passt, haben die das aber geändert. Warum passt du nicht? Weil die Einheit tiefer sitzt. Oh, Entschuldigung. Hier. Das passt aber auf jeden Fall in diese Version dann. Das ist krass. Das wusste ich auch nicht. Aber gut, man lernt nie aus, ne? Wenn man alles über Mercedes wissen will, muss man auch jeden Tag was dran machen. Tiefer gelegte Sportwanne. Ja, tiefer gelegte Sportwanne. Mehr Öl drin, mehr Performance. Wie viele Liter kommen jetzt rein? Erstmal machen wir 5 rein, weil der Wandler ist ja noch gefüllt. Dürfen wir nicht vergessen. It's rolling. Ein Traum. Haube zu, Probe fahren, gucken, ob es funktioniert. Und schauen, wie viel Öl wir wieder verlieren. Na, nicht einfach drücken. Na, nicht Hände anfassen, loslassen. Das muss man mit Liebe machen. Und eine Haube braucht man auch nicht werfen. Man kann echt angenehm. So, und ich. Wir haben Öl eingefüllt. Fahren jetzt ein paar Runden hier mal um den Block. Gucken, ob auch alles sachte ist. Nicht, dass er noch irgendwo Luft hat oder irgendwas. Aber bis jetzt. Soll ich rausfahren aus dem Gelände? Da liegen weniger Schrauben auf der Straße. Das ist ein Argument. Aber ich möchte nicht viel fahren, weil das Auto musst du jetzt gleich wieder waschen, weil du kannst nicht mehr polieren jetzt. Ja, das ist mir egal. Das ist mir egal. Das Getriebe funktioniert. Außerdem können wir mal schön die Stellen sehen, wo Keramik versiegelt ist und wo nicht. Ja. Aber jetzt, wo wir keinen Getriebeölverlust mehr haben, also wir hoffen ihn natürlich, könnten wir eigentlich mal, was wir bis jetzt immer noch nicht getestet haben, ist ein Kickdown mal endlich. Haben wir noch nie gemacht. Wir haben das Ding noch nie einmal beschleunigen lassen. Vorspannen den Wandler, ruhig auf ein paar Umdrehungen, so. Und dann. Traktionsprobleme immer noch überhalb von 100. Ich merk's, Hinterachse ist flutschig. Für uns nur wichtig, er beschleunigt sauber durch. Kickdown funktioniert noch, das Getriebe schaltet, keine Probleme, nichts leuchtet. Halt spannend, wie der unten aussieht. Genau, jetzt können wir mal gucken, ich habe auch schon wieder ausläuft. Ja, ist dicht. Ist dicht? Ja. Jawohl. Ja. Gut, dann, jetzt kommt der unangenehme Part. Aufräumen. Ah nee. Ah nee, lass mal abbauen. Jo, Endfazit. Der Stecker hinten war das Einzige, was undicht war. Wir sind halt eine Runde gefahren, wie ihr gerade noch gesehen habt. Haben auf der Bühne eben geprüft, auf der Grube eben geprüft. Öl ist keins mehr rausgelaufen, es ist alles trocken und dicht. Ich bin zufrieden damit, ich hoffe, es bleibt auch dicht. Aber bevor ich jetzt diese Folge beende, möchte ich euch noch kurz darauf aufmerksam machen, was wir gestern schon versiegelt haben. Wir haben ja die Seite schon poliert und die Motorhaube und mit Keramik behandelt alles. Die eine Seite noch nicht, weil wir jetzt eben das Getriebe machen wollten. Sprich, wir müssen wieder waschen und polieren alles, wissen wir ja auch, aber haben jetzt keine Zeit für. Ich wollte euch eben nur kurz zeigen, wie das Ergebnis davon ist. Achtet mal bitte auf der Haube so. Die ist sogar zweimal versiegelt. Ja, ihr seht nur diese ganzen kleinen Wasserpünktchen, die noch bleiben. Und was man richtig gut sehen kann, ich nehme dich mal eben direkt mit zur Tür. Guck mal, Marc, das ist hier an der Tür. Guck mal, hier ist es gut runtergelaufen, komplett. Und auf der anderen Seite ist es eben nicht gut runtergelaufen. Da können wir mal eben hinflitzen. So, und hier seht ihr, da haben wir noch gar nichts gemacht. Und hier klebt der Schnodder noch so richtig schön am Auto.
Unten am Flügel klebt der Schnodder. Die Tür hoch komplett klebt der Schnodder. Man sieht es auch. Ich meine, wir müssen sowieso polieren. Ich kann mit meinen Fingern drüber gehen. Das ist jetzt keine. Aber wenn ich einmal so mache, habe ich den Siff sogar auf dem Finger. Deswegen, es ist schon. Motorhaube ist halt zweimal versiegelt. Genau. Da sieht man es eigentlich richtig gut. Dach ist poliert, aber noch nicht versiegelt. Oh. Kannst direkt nochmal von vorne polieren. Ja, schade. Eigentlich müssten wir jetzt mit dem Cabrio mal durch den Regen fahren, um zu gucken, wie. Nein. Wir sind ja kein Keramikversiegelungsvergleichstestfirma. Ich wollte gerade sagen, wir haben es nur gemacht, weil wir die Autos schützen wollen. Weil, Mann, wir haben den gerade restauriert. Damit fahre ich doch jetzt nicht durch den Regen. Der ist komplett neu. Nein, der kann da stehen bleiben. Prima. Ciao. Ja, wir wollten euch nur kurz zeigen, wie es mit der Keramik aussieht. Alles andere habt ihr ja mitbekommen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge bei Mozart Car Classics. Bis dann.